Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 TF2-Projekt. Und ja, wir sind hier am Hof, meine lieben Freunde. Und wir sind stehen geblieben, dass ich da einen Hühnerstall hingebaut haben wollte. Das soll wohl die Tage anlaufen. Und sonst habe ich jetzt erstmal nichts zu tun. Doch, Düngen warte ich noch zu tun, genau. Hatte ich ja hier mit meinen neuen John Deere. Aber warte, bevor ich jetzt anfange mit der Arbeit düngen und so, fahre ich mal eben zum Weinhändler. Ach, jetzt war der Start. Scheiße, ich dachte, der wäre schon, ja, egal. Jetzt tue ich aber noch mal eben ganz kurz den John Deere doch noch mal zum Feld fahren. Damit das auch schon mal erledigt ist. Wo ich gerade schon mal hier bin. War doch das, ja, der Harvard perfekt Stickstoff, hier muss Dünger nämlich drauf. So, wollen wir mal eben testen, ob das jetzt funktioniert. Geht immer noch nicht. Da glaube ich der falsche Dünger drin. Nur noch der Biodünger. Mann, da muss ich mal zum. Ja, da wollte ich ja eh hin. Beim Weingut mal einen anderen Düngerstreuer aus, mir ausleihen. Den komme ich ja gut klar, vielleicht hat er was für mich. Ja, was ist denn hier los? Ich komm nicht. Ja, okay, also kannst du uns entweder hier am Seitenstreifen fahren? Ja. Oh, Elektrokurt. Bist du auch wieder da? Hallo! Hi, grüß dich. Ja, ich bin auch wieder da. Hast du Lust, traumvoll zu fahren? Wir haben so ein bisschen Personalmangel hier. Um ehrlich zu sein, ja. Ich kann nämlich gerade bei mir am Hof nichts machen. Düngen geht mal wieder nicht, geht dir geht gar nichts. Ach, der Bürgermeister. Nee, das ist eine Stellvertretung, ne? Ach, der Stellvertretung. Der Bürgermeister, der macht, der hilft dir auch schon mit, der macht den Abfahrer hier schon. Echt? Ja, die Sonne Bürgermeister, ist alle so heiß drauf. Ein Bürgermeister, der sich die Hände schmutzig macht. Das ist ganz Neues, ne? Das ist echt, der habe ich noch nie erlebt hier. Nee, ich auch nicht. Boah! Hier stehen Leute! Oh. Was ein Raser! Hallo! Ja.
Ja, Klaus, du kannst um den Wald nehmen, der steht oben am, also wenn du hier den Berg hochläufst, an der Straße, dann immer als Abfahrer. Ja, ist der Hector. Sieht Sportbach hier. Nee, Klaus ist das. Klaus. Hallo, Klaus. Gut? Ja. Jetzt schon mal. Freut mich. Moin, hi. Freut mich auch. Ja, das ist eine lange Fahrt, deswegen kann ich ein bisschen müde sein. Ja, alles gut. So. Das machen wir zwei Salate. Also ich helfe dir gerne, aber gar kein Problem. Ja, also ich habe hier zwei neue Geräte. Wenn du möchtest, kannst du dir einen von denen aussuchen. Ich bin ja gerade schon eh dabei. Ja, Arsch, was ist das denn? Das ist ein Transformer, setz dich mal rein. Das ist ein Transformer, setz dich mal rein. Kannst du mal ausklappen, dann geht's noch ein bisschen nach oben. Also aufklappen. Achso, dann muss ich erstmal Molo anmachen, ne? Genau. Achtung. Verleg mir am Arsch. Genau, jetzt musst du quasi mir langsam folgen, weil ich stehe schon in einer Rewe drin hier. Am besten vielleicht immer zwei neben mir, dann können wir immer im Versatz fahren. Also hier stehe ich ja jetzt gerade schon drin. Ja. Müsstest du die hier nehmen. Einfach dann einschalten, mittig durchfahren, dann müsst ihr rein durch die Trauben dann vom Stickel schlagen. Warte mal, welchen soll ich nehmen? Diesen hier. Ja, alles klar. Soll ich noch warten, bis die anderen da sind, oder? Ja, ne? Kannst du gerne machen. Ah, ich fahre jetzt da schon mal hoch. Ich weiß ja nicht, der Herr Wartling ist auch da. Hast du das verbrochen? Nee, ne? Mit der Wartling, da bin ich böse auf, bin ich auf den. Oh, der kommt jetzt. Also spreche hier nicht auf irgendwie teuren Wein ein. Der Rosenberg hat schon einen Bro-Code. Der hat schon Servus! Oh, Herr Wartling, hallo! Servus! Herr Wartlinger! Kolbert, sind Sie jetzt Weinernter oder was? Ja, warum wohl? Wie, warum wohl? Dass Sie mir keine Arbeit mehr geben. Sie müssen dann einfach mal wieder in Dienst kommen. Ich will immer! Ich arbeite so gerne mit Ihnen zusammen, aber Sie ignorieren mich immer. Ich ignoriere Sie überhaupt nicht. Ich habe Sie mehrmals auf der Mailbox gesprochen. Herr Kolmleiten, ich bin ein Mensch in der Gruppe. Ich bin in einer Gruppe. Die Gruppe heißt Anti-Mailbox. Und die 110 können Sie nicht als Mailbox nehmen, Herr Kolmleiten. Ich wollte es gerade sagen. Ach so. Haben Sie bei der 110 angerufen? Ja, da kriege ich Sie ja sofort erreicht. Ja, nee. Da kommst du bei der Leitstelle raus. Ja, habe ich gemerkt. Ja, und dann haben Sie ja Nachricht hinterlassen. Ist ja klar, dass das bei mir nicht ankommt. Das ist ja, also das können die nicht. Die Blacklist. Nee, aber ich wollte ganz gerne nochmal mit Ihnen wirklich drüber reden, wegen der Prüfung und das alles. Ja, ja, das kriegen wir hin, Oh, das ist doch super. Das ist doch schön. Da bin ich nicht mehr böse. Was ist denn das eigentlich für ein Gefährt? Wenn die gefragt haben, wie hoch wollen sie ein Gefährt bauen, haben die ja gesagt, oder? So ungefähr. Also, ja. Der senkt sich, den kann man ja auf Fahrmodus und senken, wenn man jetzt so. Achso. Kann man das auch als Jagdstand benutzen? Setz dich mal rein, wenn sie noch sehen, ich weiß nicht. Sie oh, das ist ja super! Mit Heizung, Klima, dann je nachdem. Das ist ein moderner Jagdstand, mobil. Das brauche ich, das Ding. Was kostet der? Oh, ich glaube 24.000. What? Ja, die sind recht teuer. Ich baue mal selber das Holz an Jagdstand. Ich gehe nochmal die Gegend ab und schaue nochmal nach ein bisschen Holz, gell, was wir da weghauen müssen. Ja, da hinten ist wieder ein Bäumchen gewachsen. Ja, ja, ich habe schon gesehen, ja, den hole ich mal schnell. Alles klar! Jo. Und weiter mal, meine Herren, Herr Kolmleiten, machen Sie das anständig, zählt in Ihre Prüfung mit rein. Oh, okay, alles klar. Ah, da ist er. Gib mir bloß eine 1 plus, wenn du hier musst fährst. Dir eins vorstellen, der Rosenberg hat mir eine richtig hochmoderne, krasse Weinproduktion versprochen, ne? Ja. Der hat einen Bretterschuppen dahin gezimmert mit angeblichem Keller. Okay. Also wenn der Wein nachher schmeckt wie Fußpflegemittel, dann kriegt er von mir aber richtig einen drüber. Ach so, hallo. Macht er das mit den Füßen oder was? Ich weiß es nicht. Hallo. Die Maske auch schon auf, deswegen wahrscheinlich. Ja, mein Mitarbeiter, mein Hofmitarbeiter ist krank. Ach du Scheiße, bleib bloß weg, ey. Hallo, der ist krank, nicht ich. Die Bazillen könnten an dir hängen. Genau. Ja, tun sie auch bestimmt überall außen. Komm, ich reib mich mal kurz an dir. Im Zimmer, ey. Oh, komm mal her hier, Roni Wildi. Sebastian. Kennst du eigentlich auch, Sebastian ist so ein Name, da verbinde ich immer was damit. Weißt du auch was? Ein Film, ne? Ja. Ey, weißt du das? Weißt du, welchen? Mir liegt auf der Zunge. Hallo. Sebastian, der Drachenreitermann. Ach so, nee, es gibt doch so einen Liebesfilm, da gibt es auch jemanden. Sebastian? Sebastian nicht die Krabbe bei Ariel? Boah, oh. Nee, ganz ehrlich, Herr Bircher. Sebastian, Leute. Hieß der nicht Fabius? Der Film aus unserer Jugend, ihr seid doch alle schon uralt. Der Film aus unserer Jugend. Der auf dem weißen Drachen auf wie hieß der? Was? Du meinst die unendliche Geschichte? Ja, natürlich. Ach, der. Ach, den an Das war Sebastian, Mann. Ja, ist wirklich wahr. Wie hieß dieser Drache? Kufu. Kufu, ja. Kufu. Was?
Fufur. Nee, Fukur. Nee. Ja, komm, ist auch scheißegal. Wir wollen Trauben enden, glaube ich. Genau. Ich habe zwar eine Geräte besorgt. Da hinten steht noch einer, Herr Rosenberg, wenn Sie möchten. Boah, das ist aber hier was ganz Neues, oder? Genau. Babeliner. Er fährt quasi mittig. Der sitzt auf dem Leitstand mittig und nicht nebendran. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, gerade für Leute, die gerade mal so reinschnuppern wollen in die Materie. Ich glaube, da ist gerade ein Baum auf ihre Reben geknallt. Nee, der Wartlinger ist ja fleißig. Fällt der schon wieder Bäume? Ja, man kennt ihn. Oh nee, ey. Das ist dann nicht normal mit ihm, mal ganz ehrlich. Warum muss der das immer hier? Bei solchen Aktionen muss der immer anfangen mit Bäumen fällen. Ganz ehrlich, hier ist sowieso schon genug los, da haut der noch die Bäume um. Ja, man kennt ihn. Gucken die an da hinten. Ich würde weitermachen. Der erzählt auch mit den Bäumen. Wetten? Ja, zu jedem Baum hat er eine persönliche Bindung. Da mache ich jede Wette. Ganz verrückter Kunde ist das. Er bestimmt nee, so verrückt ist er gar nicht. Das ist ein Ehrenmann. Oh, wer ist denn hier gerade in den Stimmbruch gekommen? Hallo? Hallo? Bisschen verheisert. Klaus, mein Name. Was? Klaus? Ja, Klaus. Jetzt heißt es nur, dass er heißt mit Vorname Körper. Nur am Wochenende. Herr Rosenberg, haben Sie irgendwie... Was haben Sie da an? Ging es weg? Ja, mein Mitarbeiter ist krank. Mein Mitarbeiter, der Bürgermeister hier. Und der ist krank? Oh Gott. Deswegen habe ich gedacht, da mache ich mal volle Montur hier. Ja. Der Herr Rothwild hat eine super Idee gehabt. Das Ding ist ein mobiler Jagdstand. Aber das war Ihre Idee. Ich muss jetzt fragen. Nein, das war mein Rothwild seine Idee. Rote Jereti oder was? Ja, das schauen Sie mal, da sitzt man richtig hoch, man kann überall hin, beheizt. Willst du mir das die Schlüssel geben? Das ist der Fortschritt vom Jagdstand. Sag gerne, wie es ist. Müsste jemand aus dem Transportunternehmen haben wir ihn geholt. Rosenberg? Brauchen Sie ja. Aber gut, ich ist doch ein Anzug. Ich nicht. Könnt ihr mal die Klappe halten? Nehmt mal still sein! So, jetzt reicht's mir! Ja, sieh zu, nimm die Füße da. Ist das nicht eigentlich ein Anzug, wenn man Ochsen damit besamt? Ja, Kühe, weil Ochsen besamen wäre schwierig. Wie heißt das? Nee. Ja, auch ich. Komm, lass mal anfangen jetzt hier. Naja, einmal Bio, immer Bio. Ja? Also ganz ehrlich. Nee. Bäre Müsli schleicht, die sonst überfallen, du bist Matsch. Dann gibt's Müsli. Ja. Ist so. Tom. Dann gibt's Viererposte. Hat jetzt mal einer den Schlüssel, bitte? Müsste jemand aus dem Transportunternehmen den lieben... Ja, ist denn da einer da? Da ist doch keiner da. Oder Sie müssten einfach mal kurz in den Weingut hüpfen. Vielleicht könnte mal einer vom Transportunternehmen einfach den Schlüssel holen. Unser Platz da! Danke! Ist zufällig jetzt jemand... Erik, grüß dich. Ja, ausfindig. Ich warte ganz auf dich. Ich war auf du bist zu mir? Dir, ich war auf dem Weg zu dir hoch, da bist du mir entgegengekommen. Warte mal, werden die den Schlüssel holen, komm mal mit, dann können wir mal kurz Schlüssel schwatzen. Gegeben, ne? Also. Ja, alles klar, dann starte ich gleich rein. Okay. Kann ich schon mal anfangen? Gerne. Du denkst an, wir hier zweite fahren. Oh! Ja, ich hab doch fast hier angefahren. Klappt es? Rudi? Glaub schon. Ja. Rudi? Ja. Ja, komm mal mit auf Seite hier. Der Herr Huber hat eine Rechnung für uns. Ach du Scheiße. Mhm. Ich glaube, die Beinfunktion kann ich vergessen jetzt, wenn er schon Rechnung kriegt. gut, klappt? Ja, klappt super. Also, ist ja das Feld hinter dir, das lasse ich jetzt brach, dass es dann wieder Bio wird, dann können wir gerne Bio-Wein machen. Ja, sehr gerne. Können wir so. Falls du diesen Wein kaufen willst oder bei dir verkaufen willst, musst du dich an den Rosenberg wenden, der ist der Vertriebsleiter. Was hältst du denn davon, wenn wir Bio-Tetrapack-Wein machen? Wenn du den verkaufst, ist mir das egal, solange mein Name nicht draufsteht. Aus dem Tetrapack schmeckt doch aber nicht so gut wie aus der Flasche. Das ist eine Sünde, Wein aus dem Tetrapack. Ich hab mal, ich weiß nicht in welchem Laden das war, aber da habe ich sogar Tetra-Wein in so einem, ich glaube 5 Liter Tetrapack-Ding gesehen, mit so einem Zapfhahn dran. Und Glühwein wird in solchen großen Gebinden verkauft, das kenne ich auch wohl. Aber das Glühwein? Aber es gibt auch im Einzelnen, es gibt wirklich Tetrapack-Wein, das ist nicht mehr gelogen. Nee, das weiß ich wohl. Es gibt ja von, ja, aber ja, okay.
Also eigentlich unten und oben jeweils mal Abfahrer stehen. Also kurz in dem, wo du gerade bist, dann kannst du... Ich bin gerade hier. Ja, ich bin noch nicht ganz voll. Ich habe die Nacht geschlafen und habe was Tolles geträumt. Was denn? Dass ich und der Herr Wartlinger die Polizisten des Jahres werden. Wir werden ausgezeichnet. Alles. Hast du von dem BGA-Unfall mitbekommen? Nee, was ist denn da passiert? Ich war ja jetzt lange Zeit nicht da. Da ist wohl ein Rohr im Bodenrohr geplatzt und mir ist die ganze Suppe quer über die ganzen BGA gelaufen. Also das hat da wirklich extrem gerochen. Und der Wartlinger war so ein Ehrenmann, der hat extra aus allen möglichen Ecken Deo-Spray und Duftbäume geholt, bevor man diesen Platz verlassen wollte, hat er erstmal komplett eingedieselt. Also mein Traktor stank nachher nach Fichtenwald, das glaubst du gar nicht. Da hat er ganze CO2 in die Luft geballert mit seinen scheiß Deo-Sauler, was? Da komm ich kannst du mit ihm erklären, aber ja, er hat auch irgendwas gefaselt vom Bro-Code, er und der Rosenberg, wegen der von Breitenstein, dieser Valerie. Keine Ahnung. Da muss man nachhaken, da ist da wohl irgendwas im Argen. Da haben die irgendwas ausgesucht, ich bin da weitergefahren, weil, ja, ich hat halt einen extremen Geruch an mich. Ja, nicht von der BGA, sondern von seinem Deo, was er da verbreitet hat. Er hätte auch Fußdeo sein können, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich im Funk mit mir beide anschließen. Wer ist im Funk? Ich hoffe nicht, der Wartlinger, dass er nicht im Funk ist, weil sonst... das ist deine Prüfung, die ich meine. Ja, der ist doch nicht im Funk, oder? Hallo, Wartlinge! Ja? Oh. Schon gut. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Das gibt nur Ärger sonst, ey. Ich hab da oben irgendwie so ein Funkloch. Sag dir was? Nee, alles gut. Okay, passt. Der Kornblatt wollte was mit ihrem Deo haben, was sie auf dem BGA verteilt haben. Was? Der möchte mein Baby haben? Auch, ja. Ich hab keins. Warum nicht? Hier fährt immer Bäume spazieren. Ja, der Baum, der musste, den nehme ich mit nach Hause, das ist meine Freundin. Ach so, ich dachte Weihnachtsbaum. Auch. Kohlmeiten! Ja! Ich hab einen Weihnachtsbaum. Für die Wache? Ja, ich bring ihn schnell runter. Jo! Ja, haben Sie einen längeren Parat? Ja, ich wollte Sie auch gerade fragen. Brauchen Sie einen Abtanker? Ja, gerade eben. Gut, ich schwing mich rein, warten Sie. Das wäre super. Weil ich komme nicht ganz hoch, das wäre ich voll. Den auch die Fenden nehmen können, ne? Die großen. Scheiße, ich glaube, ich habe die falsche Bahn genommen. Darf ja auch ohne wahr sein hier. Also gut, wenn Abfahrer braucht aber Funk, ne? Wir haben jetzt den Herrn Langhammer, der im Fahren ist und hier, ach, wie heißt er? Klaus, Körperklaus, da war da was. Merkt mir das noch. Ich hab sie einmal kennengelernt am Landhandel, am Händler, glaube ich, ne? Ja, ich war am Händler. Wo ich für den Herrn Jupp gefahren bin. Ja, stimmt. Sagt mal, gibt's eigentlich eine Weihnachtsfeier hier im Dorf? So ein Weihnachtsmarkt oder sowas? Das ist den Bürgermeister, muss er ja mal. Wo ist denn der Bürgermeister? Einfach im Funk. Das war tatsächlich geplant, ja. Wir wollten eigentlich so ein schönes Glühweinfest machen. Ja, Mama. Aber Bio. Naja, klar, wenn sie was da weiß steuern wollen, können sie das gerne machen, ja. Ja, sehr gerne, bin ich dabei. Wir freuen uns immer über schöne Marktstände, sag ich mir. Da kaufe ich endlich meine Bio-Honig und Bio-Erdbeeren. Können sie gerne machen. Ich freue mich. Ich werde mal ein bisschen naschen davon, wenn mit dir nehmen ist. Ja. Der Bürgermeister habe ich auch bestimmt was gratis. Weil Kurt, du kannst jetzt auch an Rosenberg halten. Der hat nämlich eine Metproduktion, das heißt, er braucht Honig. Du kannst es dann dementsprechend gut weiterverkaufen. Ja, aber der Bio-Honig. Oder falls du Bauprojekte hast, dann baue ich auf jeden Fall einen Bienenstock. Die sind ja eh Bio, weil da tust du ja nichts rein. Das hat er nicht.
Gut, wie sieht's aus? Wie voll? 87%. Dann will ich oben bleiben, weil sonst. Oh, okay, okay, okay. Wärst du hier hin? Soll ich zu dir? Wie machen wir das? Wir gucken mal, ob ich zu dir komme. Ja. Zwischen den Bäumen hier. Wo lädt er die Kacke denn ab? Einfach hinten rückwärts ranfahren. Aber hat er automatisch dann oder was? Hat er da so einen Sensor dran? Genau, einfach rückwärts ranfahren, dann kriegst du im Display eine Info oder ganz überladen wie beim normalen. Bleib mal da stehen, ich versuch mal zu dir zu kommen, dann musst du dich da nicht so durchwinden. Er muss eh rückwärts ranfahren, ne? Ja, ja, ist er. Ich fahr mal den anderen Ernter, der da oben weg war. Sebastian, eine Frage: Gibt es noch Reben zu ernten? Weil ich krieg hier von denen nichts mehr runter. Ich glaube, er hat es nicht mitbekommen, dass wir nur jede zweite Bahn nehmen. Dann müssen wir springen ein bisschen, weil nebeneinander klappt es halt von der Breite her, nicht von den Fahrzeugen. Nein, nein, aber ich bin ja hier in der Rebe drin. Das ist schon die zweite oder dritte und ich krieg nichts raus. Okay. Es erntet keine Trauben. Also bei mir nimmt er noch. Er lädt nicht ab. Der lädt nicht ab oder wie meinst du, der lädt nicht ab? Lädt nicht ab. Also meiner lädt nicht ab. Also mein. In den Anhänger? Ja. Ich bin gleich oben, ich schau doch mal gerne. Hast du denn ausgemacht? Bist richtig rangefahren am Anhänger? Ja. Wirklich? Scheiß denn, ich bin Weinexperte! Ich hab nur hier abladen, aber ich will das nicht drücken. Nee, das ist ja schlecht. Also bei mir nimmt der. Am besten quer ranfahren, also an der breiten Seite. Scheiße, okay. Ich fange ihn. Kein Träubchen auf. Ne, ich probier's das mal. Los, Berg, los, über den Scheiben schnell. Hoppala, Ja? Sehen Sie Ihr Träubchen, Herr Wartlinger? Oh, schaut aus, wie wenn er es nicht einsieht. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ja, halten Sie mal unten an, ich glaube, müssen wir nochmal anschauen, das Ding. Warten Sie mal, ich lade hier auch mal ab. Mal gucken, ob das bei mir funktioniert. Und Kurt, geht's? Nö. Bin ich oben, gucken wir mal hin. Ja, komm. Aber Traum aufgenommen hat er. Komm mal seitwärts ran mit der silbergrauen Seite. Ich kann sagen, ich glaube, abladen ist hier seitlich, oder? Ich hab so ein Gerät leider noch nie bedient. Oh, ja, Entschuldigung, Herr Wartlinger, Entschuldigung. Könnte das so sein? Ah, jetzt. Ja, bei dem ist seitlich. Der Bio-Kurt. Stopp. So. Da kommt die gute Fuhre. Boah, das ist ja Technik, die begeistert. Raushaben mit dem guten Zeug. Jo, was ist? Ich habe gerade gesprochen hier mit dem Herrn vom Bauhof. Ja. Dass wir die BGA oben mal durchchecken, was es noch. Ja, das ist ein guter Hinweis. Zu retten gibt, ne? Der ist schon mal vorgefahren, der guckt sich das schon und mal an. Und wie schaut's aus? Ja. Hört mir hinterher dann. Alles klar. Geht wieder. Dann machst du dich schon mal auf den Weg, würde ich sagen. Ja, genau. Ne? Bis alles später. Klar, dann sehen wir uns später auch nochmal. Ja. Hey Rosenberg! Ich heiße mit Weinberg. Achso. Hey Weinberg! Der hat die Musik so laut, der hört wieder nichts. Der hört wieder seinen Amigo, so wie sie heißen. Ja, ich habe ihm gerade seine Bahn geklaut, sehe ich gerade. Ich mach mir mal schon mal auf den Weg nach oben, ja? Hast du mitbekommen, dass der Rosenberg dein Nachbar geworden ist? Der Lindig ist weg und er ist jetzt da oben bei uns. Dass der Lindig weg ist, habe ich noch mitbekommen. Ja, ja, doch, das habe ich noch mitbekommen. Bei der Aktion und so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich bin gefährlich mit dem jetzt. Wenn der hier einmal Mist baut, ne? Du musst dir die Weinprobe zum Angucken. Also, ich bin schockiert. Er erzählt mir, die Hightech-Produktion schlechthin und die muss man gesehen haben und das Neueste und Beste vom Besten. Ich dachte mir, jetzt kommt so ein Riesenkomplex und bin ich da hingefahren. Er wollte mich gleich dahin haben. Bin einfach zum Anfang mitgefahren.
dann sehe ich diesen Wolter verschlachtet. Das ist doch nicht so ernst. Boah. Millimeterarbeit war das hier, ey. Ach ja. Und was hältst du von so einer Weinlese? Ist schon interessant, oder? Ja, es ist. Spektakulär sieht es auf jeden Fall aus. Schade, dass die Dinger nicht so viel fassen an Liter, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, Trauben sind natürlich auch recht groß, weil die werden ja als ganze Trauben abgelegt. Die werden ja erst quasi in der Verarbeitung gepresst. Achso, aber werden die schon. Werden die schon entkernt? Nein. Das macht ja alles, das passiert alles bei der. Wenn die Maische gemacht wird. Wenn in den Kessel kommt, werden sie gepresst. Und dann wieder getrennt zwischen Flüssigkeit und der Traube an sich. Ja. Der Zucker dazu für den Gärungsprozess. Ja. Okay. Aber die Maschine zieht diese kleinen Stickel mit raus. Also die kann sauberer ernten als du mit der Hand. So blöd es klingt. Ja, glaube ich wohl. Diese kleinen Stickel, die drin sind, die sind halt auch schwefelhaltig. Das heißt, früher hast du halt viel davon drin gehabt noch von diesen Stöckchen bei der Verarbeitung. Und das wiederum bedeutet Schwefel. Und Schwefel ist dafür zuständig, dass du teilweise richtig Kopfschmerzen kriegst vom Wein. Und das ist halt, diese Lesemaschinen auf dem Markt sind, die so mit so viel Technik, die neu lesen, hast du das nicht mehr. Also ganz, ganz selten. Also, dass du wirklich Kopfschmerzen Wein rauskriegst. Okay. Interessant. So, wo kommt denn er jetzt? Er ist da. Er hier. Da muss ich die nehmen, weil er nimmt dann die da. Ja, passt. Klaus, ich komme jetzt zu dir abladen. Jo, geht hier rückwärts oder genau so? Ich muss seitlich ran bei dir. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge hier angekommen. Ich werde hier noch gleich ein bisschen weitermachen, aber muss dann auch gleich hier weg. Und ja, schaut auf jeden Fall beim McManus vorbei, schaut beim Side-Kanal vorbei. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.